Heute bin ich auf einem Hof. Da steht ein Auto mit offener Motorhaube. Und da kommt ein Abschleppwagen. Hallo, wer bist du denn? Moritz. Ich bin der Harry. Ich soll dieses Fahrzeug abschleppen. Oh. Weil es hat eine Panne, das fährt nicht mehr, glaube ich. Und ich soll das jetzt abschleppen. Oh. Möchtest du mithelfen vielleicht? Ja. Echt? Mhm. Okay, dann drehe ich mal gerade rum. Ganz schön groß die Maschine. Harry wendet den Abschleppwagen. Jetzt steht er richtig rum. So, da bist du ja. Mhm. Hast du schon mal gesehen, wie so ein Auto abgeschleppt worden ist? Nö. Noch gar nicht? Mhm. Gut, guck mal, das ist ja relativ groß und schwer, ne? Das wiegt ungefähr wie so ein halber Elefant. Kannst du dir das vorstellen, wie so ein Elefant so groß, wie der ist? Ja. Und das ist ungefähr die Hälfte davon. Und die müssen wir jetzt hochziehen auf dieses komische Ding da oben drauf. Mhm. So, sollen wir mal da die hat ein Marder reingefressen. Ja, das kann auch sein, warum der Motor nicht mehr läuft. Mhm. Weil der Marder, der liebt Kabel, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, weiß ich auch. Und der frisst die gerne an. Gut, dann machen wir mal die Haube jetzt zu. So, Achtung, Finger, aufpassen. Ne? So, jetzt nimmst du den hier mal drunter, so. Und halt fest die Haube. Hast du fest? Ja. Und dann lassen wir jetzt los bei drei. Eins, zwei und drei. Wunderbar, die Haube ist zu. Möchtest du mal einsteigen in den LKW? Ja. Ja, aber auf der anderen Seite. Fahrerseite ist meine Seite. Ich glaube, das geht sonst nicht. Ja. Die Tür geht schwer auf. In so einen LKW muss man richtig hochklettern. Gut, sitzt du gut? Mhm. So, dann mache ich jetzt zu. Dann darf ich starten, ja? Ja. Gut. So, dann fahre ich erstmal ein Stück vor. So. Harry stellt den Abschleppwagen schön gerade vor das kaputte Auto. Jetzt brauchen wir irgendwas zum Festmachen, ne? Mhm. Tja, wie soll man das Auto denn hochziehen? Geht nicht, mit ne? einer Winde so. Ja, super. Aber wo soll man den denn festmachen? Da unten. Ja, da unten, da reißen wir die Stoßstange ab. Dann hat er keine Stoßstange mehr, das Auto. Ist auch doof, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, da brauchen wir einen Schraubhaken, den wir da reindrehen können. Mhm. Drück mal drauf, feste. Ja, hat funktioniert. Wir suchen im Kofferraum des Autos was zum Festmachen. So, und siehst du den? Ja. Nee, das ist der Wagenheber. Oh. Wir brauchen einen Haken, den wir reinschrauben können, wo eine Schraube dran ist. Da! Genau, super. Super gefunden. So, dann nimm den in die Hand, dann lege ich den Reifen wieder rein. Und das wieder. So, jetzt aber alles wieder richtig einrollen. Super. So, dann mache ich die Heckklappe zu. So, einmal weg. Jetzt gucken wir mal. Wo machen wir den Haken dran? Am Spiegel? Nein. Den reißen wir ab. Scheinwerfer? Ja. Nein, reißen auch wir auch doof. Ab. Da drunter findest du irgendein Loch. Jetzt müssen wir gucken, wo wir eine Klappe finden, da. Die wir aufmachen können. Genau. So, dann gucken wir mal da. Darf ich die aufmachen? Ja, ich guck mal, wo man die geht. Nochmal heben. Nur aufpassen mit deinem Fingerchen. Ne? So, super. Ach so. So.
So. Und jetzt drehen wir die Schraube rein. Und? Drehst du rein? Ja. Aber der geht nicht rein, der Haken. So. Genau, verkehrt rum. Damit man den nirgendwo anders reindrehen kann, ist das extra so gemacht, dass man den verkehrt rum reindrehen muss. So, dann nimmst du jetzt den Schraubenzieher. Guck mal, ich zeig's dir gerade. Guck mal hier, den haken wir jetzt so ein, jetzt drehen wir so rum. Und jetzt ist er fest. Super. Jetzt haben wir eigentlich alles gemacht, ne? Ja. Nur wir müssen den Wagen ja noch abschleppen. Ach, abschleppen müssen wir auch noch? Ja. Harry startet den Motor. Jetzt muss das Auto auf die große Ladefläche des Abschleppwagens. Aber wie fahren kann es ja nicht mehr. Harry erklärt mir die Fernbedienung. Das ist eine Sperre. Die machen wir los. Ich darf nämlich auch mal. Und Start. Genau. Der Abschleppwagen kann hinten die Ladefläche rausschieben. Ganz vorsichtig bis kurz vor das blaue Auto. Jetzt kommen wir da drunter, dann machen wir die Stoßstange nicht kaputt. Das ist alles optimal. Wunderbar. So, weiter geht er nicht. So, das reicht jetzt erstmal. So. Was sind das hier schöne Dinger? Hi. Das sind Rollen, ne? Da kann man aber nicht drauf gehen. Das ist wie Glatteis. Ja. Wenn man da drauf, sich drauf stellt, dann fällt man runter. Ja. Aber das Auto kann richtig schön drauf hochrollen. Ja. Deswegen sind die da drauf. Jetzt können wir das Auto an einem Seil festmachen und hochziehen. Kann ja. Ich jetzt den Karabiner? Ja, stopp, und hängst den einmal ein. Super. Jetzt laufen wir wieder auf die andere Seite, ja? Wir dürfen nie über die Rollen laufen, ne? Sonst fällt man hin und, naja. Genau, naja, was passiert dann? Legt man sich hin. Genau, schlimmstenfalls Krankenhaus, ne? Ja. Oder wäre ja doof. Ich kriege die Fernbedienung und jetzt ziehen wir das blaue Auto rauf. Ja, aber wir müssen dann stoppen, wenn der hinten angekommen ist. 6, 8. Genau, jetzt aber die 6. So, jetzt ziehen wir einmal Seil hier. Ich zeig dir das einmal. Das ist auf den Rollen wie beim Eis drauf. Und jetzt läuft das gerade. Drück mal weiter. Und die 2. Nee, die 2. Immer die 2. Guck mal da, wir gehen mal was weiter weg. Weil es ist ja gefährlich, ne? Und was ist bei der 4? Nee, stopp. Man muss so lange ziehen, bis das Auto ganz auf der Ladefläche steht, damit es nicht runterfällt. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt will der hinten rumgehen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht hier hinten. Oh ja, da ist er schon drauf. Aber auf der Seite ist doof, ne? Mhm. Ist ein bisschen wenig. Jetzt darfst du noch mal auf die 2 drücken. Ich drück doch mal, damit das blaue Auto richtig steht. Jetzt gucken wir, ob er drauf ist, komplett. Ist er drauf? Ja, kann ich runterfallen, ne? Das Auto steht gut. Und ich kann die Ladefläche wieder hochfahren. Und jetzt so, und jetzt drückst du die Nummer 6. So, immer weiter. Stopp, reicht. Das reicht jetzt. Wenn ich jetzt losfahre, fällt der runter, ne? Ja. Was sollen wir machen? Festmachen, ja? So, dann komm mit. Dann holen wir jetzt mal ein paar Schwanggurte, ja? Das ist echt laut! Ja, einer für dich, nimm mal. Richtig in die Hand nehmen hier. So, richtig hier. So, wunderbar. Dann müssen wir einen Gurt dran machen. Nehmen wir deinen Gurt. Mhm. Dann gib mal her. Dann legen wir das mal hier drauf. So, dann komm mal hier. So, dann müssen wir jetzt aber nur aufpassen. Ne? Ich lege das mal hier so durch. Und hier ist ein Haken. Den machen wir dann. Einen hängen, super. Hast du das wirklich noch nie gemacht? Ja, habe ich noch nie gemacht. So, jetzt ratschen wir den fest, guck mal, wie eine Ratsche. So, eine Seite, reicht die? Ja, nein. Warum denn nicht? Weil sonst würde der ja so irgendwie hängen.
Ja, oder der könnte schräg runterfallen, ne? Das wäre auch dumm, ne? Häng mal ein. So. Gott, einmal darfst du ratschen, aber immer auf deine Fingerchen aufpassen, ne? Super. Das reicht schon. Wir ratschen das richtig fest. So. Jetzt sind wir fertig. Guck, kontrollieren. Ist es in Ordnung? Ja. Ist stramm genug, ne? Ja. Jetzt muss die Ladefläche wieder in die richtige Position. Stopp! Jetzt auf die Nummer 8. Wunderbar. Und jetzt auf die Nummer 6. Ist doch ganz einfach. Jetzt drücken wir den roten Knopf 4. Wunderbar. Jetzt macht die Fernbedienung gar nichts mehr. Jetzt kann ich in die Tasche reinnehmen. Wenn ich aus Versehen drauf drücke, macht er nichts mehr. Das ist eine Sperre. Okay? Wir steigen wieder vorne ein. Dann du wieder auf die Beifahrerseite und ich auf die andere Seite, ja? Dann komm. Hast du schon mal so einen LKW von innen drin gesehen? Nö. Der kann ganz viel. Wenn du schon einmal drin bist, dann kannst du auch alles erfahren, was hier drin ist. Mhm. So, guck mal. Jetzt hängen wir das mal wieder hier rein. Das ist der Platz davon. Mhm. Und die Sachen, die wir abgebaut haben, legen wir immer hier rein. Ordnung muss sein, oder? So, gucken wir mal hier. Das ist das Licht. Siehst du die Lampe drauf? Dann haben wir Licht in der Nacht. Jetzt mal nochmal an. Den anderen bitte auch noch. Moritz. Dann sehen wir auch nachts was, wenn wir was machen. Mhm. So, dann haben wir hier, schauen wir mal, die Zündung an. Hier links ein gelber Knopf. Ist die laut oder leise? Laut. Ja. Wie ein Zug, ne? Wie ein kleiner Zug, ne? Dann haben wir hier einen Schalter. Guck mal, was da drauf ist. Ein Licht. Ein Warnlicht, ne? Wie die Feuerwehr oder wie die Polizei das hat. Oder ein Krankenwagen. Den machen wir dann an. Dann leuchtet hier was drinnen, dass ich weiß, dass es an ist. Und draußen leuchtet auch eine ganz große Lampe auf dem Dach. Darf ich mal sehen? Ja, können wir uns mal anschauen. Sieht gut aus, ne? Aha. Und das ist ein ganz, ganz helles Licht. Im Dunkeln siehst du das wirklich fast einen Kilometer weit. Oh. Ne? Dann mache ich die Lampen an und dann sieht uns jeder. Mhm. So, super. Mhm. Danke für deine Hilfe. Ja. Jetzt hast du auch dreckige Hände, ne? Bisschen. Hast du schon, ne? Mhm. Musst mal waschen. Mhm. Gut. Dann bin ich jetzt wieder weg, ne? Ja. Tschüss. Okay? Dann spiel schön weiter, ne? Mhm. Tschüss. Tschüss. Schön toll, so ein Abschleppwagen. Ich bin Moritz, Moritz und die Maschinen. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.